like chicken. Ja gut, man könnte meinen, dieses Intro ist leicht verdoomt. Spaß bei Scherz, willkommen zu den LOL-Trends, dem meisten Format auf YouTube. Da ich ja letzte Woche viel unterwegs war, ist diese Folge ausgefallen, deswegen heute so ein kleines bisschen besser. Oder zumindest habe ich einfach mehr Zeit. Wollen wir aber nicht lange schnacken und stürzen uns auf den Champion des Patches. Und das, meine Freunde, ist auf dem 6.10er Patch der gute Swain, okay? Da können wir nicht drum rumreden. Swain ist OP as hell, okay? Der ist einfach super strong. Ich fand ja schon, die Items kamen ihm so ein kleines bisschen entgegen, aber dass man nun gesagt hat, hey, dein Ultimate soll jetzt nicht mehr auf den Schaden basierend dich heilen, sondern basierend auf einem festen Wert. Und keine Sorge, Leute, bereits auf dem PBE, auf Surrender at 20, wird er genervt werden, okay? Sie nehmen so ein paar Basiswerte runter, was vollkommen richtig ist, denn Swain ist absolut undying. Nicht nur, dass sein Itembild vergleichsweise günstige Gegenstände an sich beinhaltet, sondern der kann im Prinzip bauen, was er will. Er muss nicht mal direkt auf Schaden gehen. Also ich würde euch natürlich den Rod of Ages einfach so empfehlen. Aber sobald ihr den mit der Geistersicht oder mit einem Frozen Heart kombiniert, und letzteres ist schon ein bisschen trolllastig, stirbt er nicht, okay? Ihr könnt mit ihm machen, was ihr wollt. Ihr braucht nur Rod und Geistersicht und danach könnt ihr Infinity Edge holen. Da seid ihr genauso stark wie jeder andere. Swain ist gerade insane, okay? Das ist einfach unnormal, der Dude. Die Bunrate wird, denke ich, bald noch in die Höhe schießen, aber bezogen auf die Winrate, holy shit. Er ist einfach ein Tier. Und ich habe in der letzten Premade-Folge mit Johnny darüber geredet und es ist okay, dass Riot das getan hat. Okay, man muss natürlich sagen, ist ein bisschen overtuned und die LCS spielt sogar auf dem 6.10er, was ich für ganz schön Fail halte, weil dadurch ein Bann bzw. ein Pick-Slot verschwindet. Okay, die werden 100% immer Swain nehmen wollen. Auch bezogen auf den Long Run ist es okay. Denn jetzt können sie an den Zahlen so ein kleines bisschen arbeiten und tunen. Ich will mir aber nicht vorstellen, wenn jemand Swain spielt mit Windspeakers, Blessing, Geistersicht und der Runic Armor. Also alleine schon durch die Masteries kriegt er 1 Bazillion Leben wieder. Swain ist einfach the pain. Das ist wirklich super stark. Schön. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, und zwar dem Abfall der Woche, und das ist die gute Thalia. Hey, Thalia ist einfach auf Champion.gg, GG. Sie ist einfach in fast jeder Kategorie vertreten und leider mit einer übelsten Lose Rate. Hierbei möchte ich aber gleich beruhigen, das ist normal, okay? Die Leute experimentieren, und wenn man gerade schaut, was so das Spielverhältnis mehr oder weniger ist, dann werdet ihr sehen, holy shit. Die spielt einfach anscheinend gerade jeder, aber nur 1, 2, 3 Mal, und da verliert man meistens. Das ist irritierend, dass die Leute ins Rank gehen, ganz ehrlich. Aber ich kann euch beruhigen, sie wird nicht lange der Abfall der Woche sein, weil die Leute einfach testen, okay? Sie probieren es aus. Und ich persönlich präferiere immer noch die Support-Thalia. Denn sie hat, wie gesagt, 4 CC und gerade wenn man die EW-Kombo beherrscht, ist man zu einiges an Schaden in der Lage. Ich konnte hier einen Dude beobachten, der war tödlich. Der war einfach übelst gut auf der Lane. Man muss natürlich später schauen, wie man die Ultimate einsetzt, weil sie hat schon einen sehr hohen Frustcharakter, okay? Du kannst deine eigenen Dudes einsperren. Das ist eine der wenigen Ultimates, die verbündete CC, also sogar Knock-Upt. So etwas gibt es vergleichsweise selten und Thalia beherrscht es, aber ich denke, sie wird diese Position mit dem Abfall der Woche, sage ich mal, nicht lange halten. Sie wird besser werden und konzentrierter. Schön, kommen wir nun zur nächsten Kategorie, und zwar dem Increase der Woche, und das ist Karthus. Einfach Karthus? GG? Wie gesagt, ein Blick auf Champion.gg reicht und er ist auf der Top-Lane übelst gut. Hierbei muss aber dazu sagen, es sind nur wenige Spieler, okay? Es gibt anscheinend einige Karthus-Spieler, die auf der Top-Lane extrem rasieren. Es sind aber relativ wenig, weshalb sie die Zahlen nach oben treiben. Aber es führt dazu, dass man teilweise die Item-Builds und so weiter nicht sieht. Man sieht nicht, ist zu wenig Daten. Aber Karthus ist trotzdem ein Dude, der sich relativ wohl fühlt, meistens in der Mitte gesehen. Und ihm kommen natürlich auch die Item-Änderungen entgegen. Und es ist nach wie vor ein Champion, der als einer der krassesten Late-Game-Champions an sich kategorisiert wird. Wenn man die Winrate beobachtet, wird man feststellen, alles klappt, 40 Minuten hat er 70% Winrate. Das ist einfach RIP. Er ist im späteren Spielverlauf sehr, sehr gut und die aktuellen Items helfen ihm auch, die Situation länger zu überstehen. Ich kann aber selber gar nicht so genau sagen, warum er da auf der Top-Lane zu sehen ist. Wie gesagt, die Trainer der Rod of Ages haben sich in seinen Favor so ein bisschen geändert. Ich denke aber, dass so Änderungen wie am Stundenglas ihm auch entgegenkamen. Sicherlich hat er nicht mehr so viel AP wie früher, aber er hat diesen Zonias-Effekt sehr, sehr günstig zur Verfügung und damit natürlich auch eine hohe Effektivität. Karthus kann mit wenigen Items 100 Jahre auf der Lane bleiben und ist natürlich sehr farmlastig. Das heißt, lange Spieler kommen ihnen entgegen und vielleicht waren das längere.
Schön, kommen wir nun zur nächsten Kategorie, und zwar Back to the Release. Und wir schauen uns jetzt mal Poppy an. Denn vor nicht allzu langer Zeit war Poppy ein One-Shot-Monster, okay? Für diejenigen, die sich nicht daran erinnern können, die E-Fähigkeit war komplett gleich, ne? Dieser Chart. Die W-Fähigkeit hat ja auch ganz gute Base-Stats gegeben, auf feste Rüstung, Armor, aber auch ein Stück weit AD. Sie könnte bloß diese Dashes nicht abfangen, sondern nur beschleunigen, sage ich mal. Aber ihr Q und ihre Ultimate waren ganz anders. Die Q-Fähigkeit war schon damals ein Spell, der sehr viel Schaden anrichten konnte, aber an einem Ziel, und zwar Portent. Natur, okay? Sie hatte nicht nur AD und AP-Verwertung da drin, sondern prozentualen Damage. Und das Lustigste war aber die Kombination mit der Ultimate. Denn die alte Poppy war quasi Diplomatin. Und die hat einfach gesagt, ich ulte jemanden und nur dieser Dude kann mich CC'en oder Schaden an mir anrichten. Der Rest, der ist einfach, der wird komplett ignoriert. Das bedeutet, wenn Poppy jemand ultet, kann sie 4 Mann ignorieren, alle Turrets, alles, okay? Die geht da einfach rein, sie ist komplett immun. Ist eine sehr, sehr lustige Fähigkeit, aber die Besonderheit damals lag darin, dass man, wie gesagt, nicht nur eine Immunität gegenüber CC und Damage gegenüber quasi alles hat, sondern du hast den Damage an diesem Ziel erhöht. Das heißt, du nimmst den AD Carry, hast ihn markiert und hast ihn in 2 Sekunden niedergekloppt. War eine ganze der Fähigkeit, das Gestörte war aber das One-Shot-Potenzial. Und dazu müssen wir die Zeit noch weiter zurückdrehen, als es das Deathfire Grasp noch gab. Tja, meine Freunde, dieses Item hatte nicht nur einen Base-Schaden, sondern hat euren weiteren Damage erhöht. Das bedeutet, ihr habt die Ultimate und Deathfire miteinander kombiniert und habt die Leute mit einem Q gewone-shottet. Natürlich waren dazu ein paar Items nötig und ihre Laning Phase ist terrible, okay? Die war einfach furchtbar. Aber es gab Zeitpunkte im Spiel, wo sie einfach alles zerstört hat. Und das Witzige ist, dass sie aus den meisten Situationen auch noch rausgekommen ist, weil ihre alte Passive war nämlich in der Lage, Schaden zu reduzieren. Und zwar ordentlich, gerade wenn es so Damage over Time, gerade wenn es so kleine Schadensmengen waren, konnte Poppy einfach tagelang überleben, wo man dachte, jetzt stirb doch endlich mal. Die Poppy von damals war ein sehr lustiger Charakter mit super vielen Stärken, gerade Single-Target-Damage. Also sie konnte wirklich ein Ziel komplett rausnehmen aus dem Spiel. Aber ihre Laning-Phase war einfach terrible und wenn sie dieses eine Ziel nicht vernichtet hat, war sie ziemlich schnell sehr useless. Wunderbar, kommen wir nun zur nächsten Kategorie und zwar der Mechanik der Woche. Diesmal sogar wieder Mittwoch. Und ich denke mal, die meisten von euch sind bereits auf diese Mechanik gestoßen, denn der gute Olaf ist in der Lage, 2 Äxte gleichzeitig zu benutzen, beziehungsweise mit 2 Äxten gleichzeitig zu jonglieren. Die Vorbereitung ist dabei ziemlich einfach. Du wirfst eine Axt, du brauchst natürlich ein Stück weit Cooldown Reduction, ein paar Punkte im Q, aber du bist dann quasi in der Lage, eine zweite Axt zu werfen und die erste einzusammeln. Und dann, meine Freunde, geht's los. Dann könnt ihr permanent 2 Äxte ineinander werfen. Die Standardmechanik bei Olaf ist ja Axt werfen, einfangen. Axt werfen, wieder aufsammeln. Die Mechanik finde ich ziemlich nice, ein cooles Thema, weil du wirfst halt wirklich deine Waffe weg und kannst sie auch wieder einsammeln. Das ist ganz cool. Aber diese Mechanik, die ein bisschen Vorbereitung bedarf, seid ihr zu extrem viel Schadenanlage. Denn der Sog, der Undertow, ist kein schlechter Spell. Der hat ein gutes Scaling. Und da der bei Cleaver und Geistig quasi gebufft worden und übelst viel Cooldown Reduction geben, ist diese Mechanik gar nicht so schwer. Also es wurde häufig in Büschen oder sowas vorbereitet, aber Olaf ist in der Lage, wirklich zack, 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 eine Axt nach der anderen zu werfen. Es bedarf Vorbereitung, aber wenn du es einmal geschafft hast, holy shit, der Schaden ist halt episch. Gut, kommen wir nun zur nächsten Generie und zwar den Item-Bild der Woche. Und hierbei muss man sagen, gibt es sehr, sehr viele verschiedene, weil die Leute auf dem 6.10er-Patch noch extrem viel experimentieren, okay? Diese Freiheit muss denen gelassen werden. Aber ich habe ja für einen YouTuber, der nach dem Ghostblade benannt ist, ein Item-Bild gefunden, was ich sehr, sehr schön finde. Den Link zu seinem Kanal packe ich mal in die Beschreibung, aber er hat einfach gesagt, hey Leute, ich spiele Hecarim und zwar auf Runic Echo. Das bedeutet, dieser Dude hat nicht nur relativ viel AP dabei gehabt, sondern auch eine abartige Move-Speed. Und das ist natürlich für einen Hecarim sehr, sehr schön. Das bedeutet, er hat hier einfach etliche Situationen gehabt, wo er die Leute one-shottet, obwohl er ein Item natürlich geholt hat, was AP-lastig ist. Man muss aber dazu sagen, dass die Ultimate und auch die W-Fähigkeit mit AP skalieren, also völlig useless ist es nicht. Aber ich muss ja auch erwähnen, dieser Boy ist super weich, okay? Hecarim mit diesem wirklich sehr AP, sehr Movement-Speed-lastigen Item-Bild hält nichts aus. Also er hält wirklich 0,0 nichts aus. Ich persönlich fand es aber nett und eine kreative Idee und völlig eine ganz andere Idee, mal den guten Hecarim zu spielen. Naja, und schon sind wir bei der letzten Kategorie, und zwar dem Why der Woche. Und dazu gibt es natürlich auf politischer Ebene einiges so zu bereden. Ah, neue Teams setzen sich zusammen, Spieler sind teilweise gegangen, wie sie Bock hatten, Organisationen denken, oh, du bist der Böse. ESPN denkt sich, yo, ich kaufe die LCS für 500 Millionen. Wo es aber noch keine richtige Bestätigung gibt, aber anscheinend haben die Bock darauf. Und Riot hat, glaube ich, selbst gemeint, Leute, das rentiert sich nicht mal für uns, was ist mit euch los? Aber solche Dinge sind sehr gerüchtelastig und ich dachte, hey,
machen wir zum Abschluss noch was Lustiges. Und zwar habe ich diesen Clip gefunden, wo einfach ein Urgott denkt, hey Leute, ich habe eine Ultimate, die kann die Leute fieren, die kann sie verängstigen. Und er hat sie massiv übertrieben, okay? Urgott ist auf dem 6-10er unter anderem disabled, weil so etwas hier passiert ist. Er hat die Leute gefeiert und die rennen um ihr Leben, okay? Urgott ist ein potthässliches Schwein, okay? Der sieht echt nicht schön aus. Aber das, meine Freunde, er ist total übertrieben. Guck ich mal Talia an, die hat Schiss, aber surft trotzdem an der Wand entlang. Die ist so lange gefiert, dass die Pässe wieder greift. Ihr GG! Absolut gestört, aber vom Unterhaltungsfaktor her einfach delicious und ich denke, wir sollten den Tag mit einem Lächeln beenden. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim freaking Ranked.